Ah ja, hallo zusammen, hier ist der Hazard und ich spiele ja tatsächlich Metro Exodus. Ist das nicht schlecht? Natürlich, es wird noch schlecht, aber jetzt noch nicht. Jetzt spiele ich erstmal ein bisschen hier. Hab das Spiel gerade gestartet. Gestern die halbe Zeit, nicht die ganze, ist mir zu wertvoll. Mit der ja, Steuerung verbracht. Auf dem Steam-Controller, ganz einfach. So, jetzt mal ein Bierchen runterschlecken. Das ist ja das Schöne an meiner Diät, an diesem Fastentum. Es wäre besser, um eben die 16 Stunden einzuhalten. Ja, ich will es nicht übertreiben. Früh morgens anzufangen mit dem Trinken noch oder mittags. Rest von der Zeit muss ich tatsächlich auf Kohlenhydrate verzichten. Es sei denn, Mr. Tofu oder Mr. Schnitzel aus Backfischpflaumen erfindet so ein Bierchen, das keine Kohlenhydrate in sich birgt. Oh, es fängt schon an. Leck mich am Arsch. Fuck. Schön gemacht. Ja, das ist ein Autor, leck mich im Arsch. Nicht schlecht. Eine Lokomotei. Sehr schön. Hübsch haben sie es da. Ich weiß gar nicht, was sie wollen. Schön gemacht, das mit dem Schnee. So tue ich ihn auch immer. Ich gehe an Koks auch nicht so schnell ran. Das geht bei mir auch so langsam weg. Wie in Zeitlupe. Aber danach sehe ich aus, leck mich am Arsch. So, machen wir extra für euch. Ich bin zwar schon ein bisschen weiter, obwohl, wenn ich jetzt ein neues Spiel anfange. Weißt du was? Was mache ich für euch? Ja, so viel Traurigkeit muss sein. So viel Zeitverschwendung für mich. Neues Spiel. So, wir machen. Oh, Lisa. Nee, das ist mir. Ich würde sogar sagen, dass ich einfach nehme. Aber. Oh, der Kampf ist nicht allzu anspruchsvoll. Nicht allzu anspruchsvoll, okay. Regelmäßige Egon-Schießerspieler. Ja, bin ich nicht mehr, muss ich sagen. Jetzt muss ich doch einfach nehmen. Sonst bin ich nämlich am Arsch. So, zuvor gespeicherte Spieldaten wirklich überschreiben. Ach Gott, ja, dann muss man halt da mal ran. Ja, leider. Tatsächlich. Aber ist auch gut, das Ganze nochmal wieder zu erleben. Wie weit bin ich denn gekommen? Soll ich jetzt spoilern? Nein, danke. So. Ran an den Sperg. Und zu euch. Ich hoffe, das nimmt auch richtig auf hier. Oh, sch. Aber ich erinnere mich noch an das Leben vor dem Krieg. Ich erinnere mich, dass wir anders waren und dort oben lebten, an der Oberfläche. Wir waren die Herrscher der gesamten Welt. Wir hatten gigantische Städte aus Glas und Stahl gebaut, nach Belieben die Meere überquert und auch den Himmel erobert. Oh, krass. Wir waren einmal 7 Milliarden. Wir sind nicht für das Leben in den Tunneln geboren. Ich wurde geboren, um frische Luft zu atmen. Daran kann ich mich erinnern. Sehr schön gemacht. Wirklich gut. Das ist jetzt Die Film. 7 Milliarden wurden im Aber ist eigentlich letzten Krieg alles Engine ausgelöscht. gerendert. Nur 50.000 schafften es im Untergrund zu überleben. Die Oberfläche ist vergiftet, verbrannt und wimmelt vor schrecklichen Monstern.
Ist wie bei uns in Sachsbach hier draußen. Eines Tages wird die Strahlung an der Oberfläche vielleicht nachlassen und unsere Enkelkinder oder deren Enkelkinder können vielleicht dorthin zurückkehren. Zumindest glauben meine Brüder des Ordens das. Okay. Im Grunde bestand für uns von Anfang an keine Hoffnung. Trotzdem sind wir Menschen einfach zu schlecht im Aufgeben. Das stimmt. Wir versuchten, das Beste daraus zu machen. Wir verbündeten uns und arbeiteten daran, die Metro zu unserem neuen Zuhause zu machen. Sehr schön, sehr schön. Immerhin ist das hier möglicherweise der einzige Ort auf der Erde, an dem noch Menschen leben können. Eine Zeit lang hatten wir gedacht, wir könnten... Schöne Euterchen. Doch leider hat der Krieg nicht auch unsere schlechten Gewohnheiten getötet. Unangenehm. Geile Mucke. Es war nur ein flacher Abhang, aber wir glitten einfach hinunter. In der relativen Sicherheit der Tunnel gärte die Korruption. Und als die Gefahr von oben kam, stellten sich nur wenige von uns gegen sie. Und es wurden täglich weniger. Eek. Sieht die geil aus. Das ist episch hier, wirklich. Hab's zwar schon mal gesehen, aber... Dass wir für ein besseres Leben geboren wurden. Hammer. Und ich kann nicht hinnehmen, dass ich im Untergrund alt werden und sterben soll. Es ist mir egal, wenn sie mich als Idioten beschimpfen. Aber wenn auch nur der kleinste Splitter dieser alten Welt noch da draußen existiert, muss ich ihn finden. Sehr geil. Super schön. Wenn endlose Jahre hoffnungsloser Existenz und ein einzelner Moment der Hoffnung zur Auswahl stehen, muss ich mich für die Hoffnung entscheiden. Ich muss dieses Signal finden. Bin ich dabei? Ist da unten jemand tot? Nee. Donnern ja alle Türen auf und zu. Krass. Hallo, Donner, hello. Er hat ja gerade gesagt, oh, fuck, das ist Engine. Engine. Oh, sehr schön. Uiuiuiui. Ja, ich hab's schon mal gesehen, wie gesagt, aber es ist immer wieder ein Augengenuss, sowas nochmal zu sehen. Ja, ist irre. Es ist irre. Ach Gott, die Weitsicht, die ich ja nicht mehr hab, dank Alter. Irre, gut, wirklich. Die Menschen sind zu schlecht, um aufzugeben. Ne, es ist nur vielleicht ja bei der Aufnahme so. Also wenn es bei euch zuckt, bei mir läuft es flüssig. Auch generell. So. Ach, das ist super. Es ist super, sieht das aus. Oh, das sind aber eklige Geschöpfe. Sehr schön, sehr schön. Wie gesagt, ist bei uns alles in Sassbach ist das alles so normal hier. Was ihr hier seht, ist für uns normal da draußen. Sehr schön. Die alte Pickelpfeife. Ja, ich wusste es, aber habe mich so ein bisschen leicht mit erschrocken, weil ich da dann die Kopfhörer auf habe. So, oh. Och je, ja, jetzt pass auf. Super. Es schaut ja auch super aus. Ach, guck an, da bin ich ja auch schon. I love it. So, habe ich da Rennen hin? Ah ja, sehr schön. Ah, die Oh, was? Ja. Ich weiß zwar ungefähr, wo es hier rumgemonstert hat, aber ich werde mich noch schön... Oh, schön erschrocken. Jo, da sind wir. Wir und YouTube, guck. Du, ich. Und noch irgendjemand Unbekanntes, den wir mit in den Sog zerren. So, achso, wieder Knöpfe draufbleiben. Ah, oh, liebe Konsolen, ihr habt uns Gutes getan, aber den Scheiß habe ich nie gern gemacht. Auf Knöpfe länger draufbleiben, das ist zum Ekligere, zum Kotzen einfach nur. So, machen wir erstmal Feuerzeuge an. Ah, oh, jetzt brenne ich dann mit, oder? Oh, das ist Spinne durch. Was, ein Alien? Jee, das war ein scheiß Alien, glaube ich. Okay. Ah, es ist. Also wirklich, es gibt wenig Spiele, obwohl heutzutage ist es einfacher geworden, die so.
erotisch aussehen, aber das ist wirklich Erotik. Das sind sogar Pimmelpilze, guck mal. Die Eichel. Also, es ist zumindest, wenn man das so sagen darf, kein jüdischer Pilz, weil sonst wäre da mehr oder weniger Vorhaut. Sehr schön, sehr schön. Gefällt mir. So, das sind Knochenskelette. Ey, also jetzt mal ohne Scheiß. Ich hoffe, ihr seht das, auch wenn das hier in der Preview ein bisschen ruckelt. Also bei mir läuft es extrem flüssig, bei euch hoffentlich auch. So, im Notfall nur zum Abend hin. So, jetzt schauen wir uns das aber mal genau an. Ich will auch ein paar Sachen mitnehmen hier. Och, ach, guck an. Was bist du denn? Ah, dich habe ich aber vorhin nicht gefunden. Scheiße. Vorhin, gestern in dem Fall. Oh, super animiert. Also, und auch das Licht, es ist... Bahnübergang aussaugen, ich sag's euch. Es hakt halt alles flüssig ineinander hier. Ach Gott, guck mal, jetzt habe ich am Tannenzapfen an... wie nennt man Tannenzapfen, der eingefroren ist? Eiszapfen wahrscheinlich. Ui, was ist denn das? Okay. Das haben sie runtergekaut, ich sag's euch, das ist grauenerregend. Ja, aber sonst sieht es gut aus. Oh, mal wieder Feuerzeug benutzen. So schlimm sind die doch gar nicht. Da lacht jemand. Das ist schön. Allerdings hat ja einer was zu lachen in dem Let's Play. So, nochmal anzünden. Ihhh. So, Tessellation haben wir ja an. Aber das sieht ja aus. Mein Gott, ja. Walter. Nö, ich mache nicht dauernd Feuerzeug an. Laufe ich halt mal ein bisschen langsamer. Ist auch nicht schlecht. Jetzt gesünder. So. Da sind sie durchgerauscht. Hab das im Schatten. Wollt ihr mich verarschen? Nee, ist nichts. Sehr schön, sehr schön. Ich guck mal kurz, ob da was auf der Rümpelburg hier oben zu finden ist. Ansonsten sieht gar nicht mal so gut aus hier. Ja, ist ziemlich dunkel. Na gut, gehen wir mal weiter. Leuchtpilzchen. Ah, das Beste vom Besten immer nur für mich. Sehr schön, sehr schön. Sind auch wieder diese Penisse dran. Phallus-ähnliches. Ach Gott, hört ihr das? Ich muss mal zoomen. Da kann ich nicht zoomen. Ah, haben sie das so gemacht? Sehr schön. Das ist ja auch mal eine nette Idee. Schöne Animation. Sehr geil. Gut. Gut, also wenn ich jetzt zwischendurch mal schreie und liebe Zuschauer, dann ist es berechtigt. Vielleicht kann ich ihn auch anzünden, das hässliche Objekt. Wo habe ich denn... Ah, Schlangen habe ich hier drauf. Das ist wichtig zu wissen. So, was? Bukake? Oh nein, schon wieder. Was haben wir hier Schönes? Oh Gott, Hut! So wärst du ja damals auch gegangen, wenn du da noch weiter in dem Laden gewesen wärst. Guck. EDV-Administrator im eigenen Serverschrank verreckt und verendet. Sehr schön, sehr schön. So. Okay. Jetzt... Gut, ich glaube, das ist echt für den Mittag eine grauenhafte Erfahrung, glaube ich, hier gerade. Jetzt habe ich ehrlich Schiss wieder. Obwohl ich ja ungefähr weiß, wo es mich erwischt, hier am Anfang zumindest. Ich könnte, gegen die Bananen, pimmeln. Entgegenpimmeln. Das machen die extra, dass ich sterbe beim Spielen, richtig? Jetzt haben sie mich gefressen, der fette Sau! Was hat sie denn? Was hat sie? Lalalala. Was? Warte mal, ich hab doch hier... Ach so, bin oben. Was hab ich denn jetzt falsch gemacht, liebes Spiel? Hätte ich da drauf bleiben müssen? Der letzte Checkpoint. Die Positivsteuerung tatsächlich doch nochmal durchgehen. Was für ein Hindernis. Der gesunde Spaß ist schon mal weggefallen. Jetzt kriege ich nur noch Hass-Gaming mit. So. Oder draufbleiben. Also jetzt bin ich mir unsicher, was ich da falsch gemacht habe. Lalalala. Jetzt renne ich mal schneller rein. Upsa! Wo war er? Ah, da hinten. Gibt's gleich in die Schoßfresse rein. Du dickes Elend. Kommt noch einer? Wenn da was hinter mir auftaucht, dann scheiße ich gegen die Wände. Das sage ich euch. Hey, ich ohne Scheiße, das ist nicht... Hut, da ist mir wieder was aufgezwängt. Das ist ja grauenerregend. Das ist wirklich schlimm. Grimmbruder Nesca, ich seh's doch schon.
Der eine lebt noch. Der hat so ein bisschen gewackelt, der andere. Aber ja. Sie sehen ja süß aus. So von hinten. Oh, habe ich eine Pimmelschenke an? Ah, ich kann quicksaven. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Da krabbelt doch was. Irgendwo ist was. Nee. Als würde mein eigener Penis mit mir reden, anfangen. Ja. Ich ist furchtbar. Ja, der hat auch ihre Probleme, habe ich gerade mitbekommen, über Tonband rübergezerrt. Ja, okay. Irgendwo ist noch einer. Mäuschen, ach süß. Ich war gerade noch das Tonband zu Ende. Sie heulen schon wieder, ich glaube, das war's. Okay. Ist ein Kriegs, ja. Im Krieg geht's da rund. Im Krieg ist das immer was anderes gewesen hier. Das muss ich mal speichern, also rein zur Sicherheit. Wo gucken hier aus? Da kommen nämlich einige. Das ist unangenehm. Das ist mir zu grausam. Hier bleibe ich nicht. Niemals. Moritz. Bleib treu. Sehr schön, sehr schön. Schön in die Schnauze. Das nenne ich mal Herwerks vom Feinsten. Liebes Nvidia, Dankeschön für das. Oh, Schamlippen, Joachim. Zum Glück. Oh, Scheiße, muss ich da nichts machen? Ah, die sehen super süß aus. Telepathen sind das. Okay. Oh, der Duke. Augen. Sehr schön. Sehr geil. Das gefällt mir. Ja, ach nee. Ist doch geil. Mein Gott. Es ist einfach gut gemacht. Kann man sich da auch noch ein bisschen umgucken. Ah ja. Sehr schön, sehr schön. Okay. Ui, da kam ein bisschen Sprudelgebäck mit. Das sieht immer noch königlich aus. Noch königlicher. Schaut euch mal die Pelle von dem Typ an. Das ist irre. Das ist Tessellation. Superglatze. Woher soll ich das wissen? Frag ihn doch selbst. Er hat sich vom Ring aus per Funk gemeldet und gesagt, Irre. Er sei morgen hier. Hey, du, lass ihn in Ruhe. Hey, du, lass. Soll er doch lernen, selbst klarzukommen. Wie soll er sonst in der Metro überleben? Aufwachen, Leute. Ja, vielleicht hätte ich die Originalsynchro mal anmachen sollen. Ist zwischendurch so, Ja, synchrotechnisch. DSL 9 wollte ich schon sagen. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Aber gute Sprecher trotzdem. Sehr schön, sehr schön. Die Szene habe ich mir besonders gemerkt jetzt. Anja, ja, ich habe gedacht, sie heißt Katja. Nee, es ist Anja. Oh, Anna, Entschuldigung. Scheiße. Artyom, bist du wach? Jetzt schon. Alles gut. Der Arzt sagt, du erholst dich wieder. Natürlich.
Soll ich vor lauter Sorge umkommen? Was, wenn du nächstes Mal nicht von der Oberfläche zurückkehrst? Das schaffe ich schon und wieder. Da ist niemand, Atjom. Niemand, den wir finden können. Niemand, mit dem wir reden können. Nicht? Gäbe es da Menschen, dann wären sie doch längst hier, meinst du nicht? Das ist auch was dran. Wieder und wieder haben wir darüber gesprochen. Du musst akzeptieren, dass es nur noch uns gibt. Dich vor allem. Oh fuck, der Vater. Oh Scheiße. Da bist du ja, du sturer Bock. Wie oft müssen wir dieses Gespräch noch führen? Wenn du dich wegen deiner albernen Träume selbst umbringst, soll mir das egal sein. Alberne Träume selbst umbringen, kenne ich. Antust, deiner Frau? Papa, bitte. Nicht so hart zu mir, bitte. Nach dem Kampf um D6 hat der Orden kaum noch Männer. Und du gehst einfach. Die Leute brauchen dich und du verfolgst egoistisch deine fixe Idee. Ja, fick dich. Hat dieser Scheiß ein Ende. Okay. Es gibt nur die Metro. Sicher? Und sonst nichts. Und der Orden hat sie zu verteidigen. Okay. Wenn nicht wir, wer dann? Das ist auch wieder wahr. Du scheinst fit zu sein. Also mach dich bereit. Dann besprechen wir deinen Transfer zur Polis. Ach Gott. Komm, wir müssen reden. Ich hole den Arzt. Sehr schön. Bitte versprich mir, dass dies das letzte Mal war, ja? Kann ich nicht. Aber danke, Baby. Oh, Scheiße, jetzt kommt auch ein Doktor wieder. Naja, mal gucken. Artyom, wir haben dich gerade noch retten können, aber die Leute geben dir ihr Blut, mit dem so viele Verwundete gerettet werden könnten. Und du bringst es verstrahlt wieder zurück. Meinst du nicht, das ist unfair? Lass es mich mal so sagen. Beim nächsten Mal kann ich für nichts garantieren. Okay. Ist angenommen, der Vorschlag. Doktorchen. Ach, guck ja, jetzt bin ich in-game. Haha, sehr schön, sehr schön. Ach, guckt euch das an. Also hier, das ist irre gut. Oh mein Gott, die Atmosphäre. Oh, fuck, Fähre. Atmosphäre hier. Irre. Stimmt, Lichtlein konnte ich immer ein- und auspusteln. Ist sehr schön, ist sehr schön. Ach Gott. Da hat man wieder Bock, die alten Teile wieder aufzuspielen. Über die Diskette, das wäre geil. Ist ja goldig. Guck mal. Ein Mäuserich. Oh, fuck. Haben sie mich jetzt doch... Oh. Pass etwas besser auf dich auf, ja? Selbst wenn du da draußen Menschen findest, haben sie vielleicht ihre eigenen Probleme. Bedeutet? Was würde es also bringen, sie zu kontaktieren? Abgesehen davon haben wir kurz nach dem Einschlag der Bombe doch ziemlich regelmäßig Signale empfangen. Inzwischen aber schon lange nicht mehr. Meinst du nicht, das ist ein Hinweis? Naja, es ist dein Leben. Artyom, ich kann ja verstehen, wie du dich fühlst, aber du kannst die Metro nicht immer im Alleingang retten. Warum suchst du alleine nach einer Lösung? Deine Freunde vom Orden kamen dir wieder zu Hilfe. Okay. Der Oberst scheint dich wieder in der Einheit haben zu wollen. Warum vergeudest du deine Zeit in unserer Zuchtstation oder da draußen mit der Suche nach Gespenstern? Wenn Sparta mich haben wollte, wäre ich sofort dabei. Naja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück. Dankeschön. Das ist nett, junger Mann. Mit Glatze, Halbglatze, Mittelglatze. So, okay, machen wir denn erstmal das Licht aus, weil sie so böse zu mir waren. So, jetzt gucken wir uns mal hier noch so ein bisschen um. Hier. Ach, guck. Wer ist das schon, kleiner Bu? Hoi. Dem geht's besonders gut. Keine Sorge. Ich glaube dir. Nimmst du mich denn mit, wenn du einen sauberen Ort findest? Kann ich. Das ist ja ärgerlich. Was ist denn da unten los? In den Kopf zu setzen. Entschuldigung, junge Frau. Ich will nicht, dass er so verrückt wird wie du. Seit du ihm diese dummen Geschichten erzählt hast, kann er kaum noch schlafen. Okay. Was Schrei mich nicht an. Davon? Bitte, lass meinen Sohn in Ruhe. Oh mein Gott, ist sie dramatisch. Es geht ihm ja gut, relativ. Da ist Zwieback auf dem Tisch. Oder was ist das? Ne, ist glaube ich nur eine Seife, aber... Ah! Ja, Bewegungsmelder ist angegangen bei uns unten. Sehr schön. Finde ich immer gut. Da ist ja noch ein Exemplar von Buch. Ist das 34? Ach, 35 habe ich in einem anderen Raum gesehen. Ja, leck mich am Arsch entlang. Was ist denn jetzt los? So, ist bestimmt Post unten oder sowas. Ist mir auch egal jetzt gerade.
ich gehe mal weiter. Aber seht ihr das? Das ist ja Grafik vom Feinsten. Super geil. Super. Echt wirklich schön. Und rund. Tessellation, sei Dank. Ja, ist mir bloß zu viel Licht hier. Sehr geil. Ist auch ein bisschen zu viel. Machen wir die ganzen Kisten mal aus. Kerzenkistchen hier. Ach, guck an. Ja, guck ich mir das mal genauer an. Da muss man wieder draufbleiben. Konsolentaktik. Was ist jetzt heute eigentlich los schon wieder? Hallo, Jungs. Ich traue meinen Augen nicht. Artyom, es geht dir gut. Bewegung, du hast uns ganz schön Angst eingejagt. Jonah, wie geht es dir, mein Freund? Mir geht's gut. Entschuldigung, das schreit nach einer Feier. Artyom, noch ein paar Narben mehr und du wirst für Frauen unwiderstehlich. Sehr schön. Aljoscha, wie waren ganz der Schwestern so? Leute, könnt ihr aufhören, ihn zu belagern? High five, Baby! Von allen Seiten, mit allen Pfoten hier. Oh, jetzt kommt Vater wieder. Oh, scheiße. Ich gebe euch 2 Stunden, Leute. Die sind sehr schön ausgearbeitet. Wirklich sehr schöne Gesichter. Oh, vor allem Iris. So. Bitte lasst uns das letzte Mal nicht wiederholen. Halte durch, Artyom. Halte durch, Artyom? So manche, ich weiß nicht, manche Lines, wollte ich schon sagen, sind nicht so prall übersetzt worden. Also muss ich mir echt im Original reinziehen. In Russisch. So. Ach, guck an. Ist das geil. Und? Wieder nichts? Artyom, das Einzige, was ich höre, ist das Ticken des Geigerzählers. Nicht so vorwurfsvolle Augen, junge Frau. Das ist ja ekelerregend. Das mag ich. Oh, fuck, das Ding hier. Ein Gargoyle. Und dann sind da noch diese verdammten Dinger. Die ständig vor sich hin krächzen. Das ist wie du. Das ist wie du gerade. Nee. Nach Hause willst du wieder nur Pumsi-Pumsi machen mit mir. Das geht nicht. Würdest du vorziehen, an einem Strand oder in einem grünen Wald zu leben? Nee, glaube ich nicht. Aber was bringen solche Fantasien in einer so stillen Welt? Sie ist Gott. Still, Artyom, weil sie tot ist. Das stimmt doch nicht. Naja, da hat sie mal wieder Unrecht, die junge Frau. Aber ist egal, lass mal so hängen. Kann immer noch Schnee reinfallen. Ach Gott, guck mal. Wir müssen die Filter wechseln. Filter wechseln? Nee. Oh, guckt euch mal die Ansicht aus. Die Aussicht an. Sehr schön. Halt doch die Schnute. Wo bist du denn? Ah, da, junge Frau. In Ordnung, gehen wir los. Filter wechseln erstmal anfangen. So, ich muss mal kurz hier schauen. Es ist ja ein... Oh. Dann könnt ihr euch ja götzen an diesem... Ah, oh, schöne Aussicht hier. Dings. Wo ist der Hut jetzt hin? Berechtigte Frage. Warum ist die Tür unten offen? Und warum darf ich das Let's Play einfach nicht weiterführen? Hut! Ja, ich kann ihn ja mal anrufen, meine Damen und Herren. Das wäre nicht das erste Mal. Letzte Mal hier. Ich guck nochmal auf die Gespensterkamera, aber es ist ja eine Ansicht. Ich muss mal eine Pause reinmachen, nicht, dass jetzt hier noch ein Filter drauf geht. Leonard! Wo ist er denn? Ja, ich guck nochmal raus. Ist die Tür jetzt zu? Wahrscheinlich. Oder auch nicht. Mal gucken. Es lädt ja noch. Wir haben sehr schnelles Wifi und so. Ist ja immer was dazwischen bei uns, aber so gehört sich das. Ah, ja, es lädt noch. Guck mal. Es lädt ja immer noch. Sieht man jetzt gar nicht, aber es ist ja auch zum Kotzen. Ich würde mich ja gern fragen, was da unten los ist. Das habe ich vergessen. Eine Pause hier reinzubauen. Das wäre schön gewesen. Ja, leck mich doch am fickenden Arschloch. Was ist jetzt los? Ja. War wieder irgendwas ist wieder da unten los. So. Ich frage einfach mal per SMS Abspeicherung, was da los ist. Alles klar, schreibe ich jetzt mal rein. Ich hoffe, dass mir das Alexa, obwohl Siri ist, das richtig klarstellt dann. War ein bisschen Seth Rogen dabei. Das Zeug darf ich nicht mehr schniefen. Hallo! Ja, okay, lassen wir das für heute mal, schätze ich mal. War ein guter Anfang. Das Ende ist immer speziell bei uns. Mal gucken, ob da vom Hut noch was zurückkommt.
krass, draußen die komplette Tür offen gewesen. Ich weiß nicht, was los war. Oder Postmann mit seinem fetten Paketen angetanzt ist. Oder... Ah, gut, dann kann ich eigentlich weiterspielen. Sehr schön. So, ich habe nochmal ein Quicksave gemacht. Ich hoffe, es... Ah, wird angenommen. Sehr schön. Wir gucken uns jetzt hier nochmal ein bisschen um. Ah, überlaubern kann ich nicht. Also ich kann nicht drüber treten. Das ist schön. Oh, ja, hat nicht so viel gebracht hier, die Heizung, habe ich gemerkt. Sehr schön, sehr schön. Ja, gut. Ist wirklich doll gut. Ah, sehr schön, sehr schön. Ey, wo ist Frauchen hin? Ach Gott. Ja, muss man mal gucken hier nicht. Die krächzende Stimme, fehlt mir jetzt schon etwas wieder. Wuppertal. Hier. So. Ja. Vater wird mich umbringen, wenn er herausfindet, dass ich mit dir hochgegangen bin. So, dann geh halt runter. Erfährt, dass wir in einer Verbotszone der Hanse waren. Der ist doch egal. Hochgegangen. Mit mir dich ziehe ich noch runter, noch weit runter in der Karriere. So, jetzt mal gucken hier. Habe ich eigentlich noch Licht da? Ah ja, sehr schön. Dann schauen wir uns mal. Oh, Kinderwegelein. Hoffentlich ist da nicht Inhalt drin. Sehr schön, sehr schön. Ah, ein Bällelein. Sehr schön. Oh, was ist das? Ach Gott, das ist. Hatten die. Diese ledrigen Türchen. Ja, Wächter der Nacht, stimmt. Im Film gab es die da auch so ähnlich. Die haben immer so leckere Leder. Oh, eine Augenweide. Guckt euch das mal an. Da hat er die Dice Engine, die Collection Dice Engine von EA. Oh, das beste Bild mit Abstand. Da merkt man jetzt sofort, dass die Grafik unersättlich gut ist. Das ist ja das Schönste, was ich schon seit langem gesehen habe. Optisch, ja, liebe Dice EA-Typen. Das hier macht auch mit. Das macht auch mit. Das ist Konkurrenz vom Feinsten hier. Oh. Filter wechseln, ich hab's gewusst. Ist ja genial, ist wirklich genial. Also, da lasse ich wirklich nichts vor meinen Mund fahren. Sehr schön, die junge Frau oder Mann, die da so abgetaucht ist in den Tod. Interessant, war da nicht was? Ich glaube, ich habe hier mal was aufgenommen vor kurzem, aber naja, ist schon wieder weg. Es ist ein Detail gerade da drinnen, es ist einfach schön anzusehen. Ja, geh mal runter. Super schön. Wo ist die krächzende Frau? Oh, was ist jetzt los? Muss ich da durch mich zwängen? Zum Glück muss ich nicht mit meinem leiblichen, echten Körper da durch. So, guck mal. Das habe ich letztes Mal schon gesehen. Das ist irre gut. Also hier das Bampf-Mapping. Das sieht einfach sehr scheiß realistisch. Vielleicht solltest du zum Orden zurückkehren. Warum? Wir könnten zur Polis ziehen. Papa hat gesagt, er würde eine Wohnung für uns organisieren. Papa. Lass. Wenn nicht wir, wer dann? Dann du allein. Dusche? Alte Muffelkuh. Ja, stimmt. Wäre gar nicht mal so schlecht. So, super. Ach, schön. Gefällt mir wirklich hier. Es läuft halt alles... Oh, hocken. Wo kann ich hocken? Ah, Streik. Was ist denn? Wo warst du? Du hast gerade etwas ziemlich Verrücktes verpasst. Ja, dich. Du verrücktes Miststück. Oh. Backsteinerle. Sieht aber schön aus hier. Wirklich gut gemacht. Wir nacheinander gehen. Das ist zu instabil. Ja, eben. Du dickes Machwerk. Ja, wenn ich da drüber laufe, dann kracht das wieso zu Brei, oder? Oh, scheiße. Ja, nee, geht noch. Ist super gelaufen bis jetzt. Ich denke, wir sind aus dem Gröbsten raus. Ja, es ist ja... Sehr schön, sehr schön. Sieht wirklich gut aus. Taschenlampe hatte ich ja schon an. Was willst du von mir? Trifft eine Introduction in die... Oh, fuck, nächste. Drücke X. Ich weiß nicht, wo X ist. Ich habe eine Ladehemmung mal wieder. Zum Glück nicht bei meiner Frau. Okay. Leck mich am Arsch. Ich schalte das Licht nicht an. Ich kann nicht mehr. Oh, das Licht lasse ich aus, sonst seht ihr nämlich die Splitter in meiner Maske. Halt doch endlich die Schnauze da vorne. Oh. Wenn das der Hund mitbekommen hätte, dann hätte es ihm wieder ein Stück, ja.
gibt's ein bisschen Schokokuchen in der Unterhose. Es ist, also, es war furchtbar. Es war wirklich furchtbar. Ich glaube, ich habe immer noch einen halben Herzinfarkt. Der müsste ja eigentlich wieder weggehen, so auf die Schnelle, oder? Also, leck mich am Arsch entlang. Also, das ist, da laufen einem echt die Preiselbeeren aus der Hose. Das ist nicht mehr schön. Oh, schon wieder was. Hast du eine neue Notiz? Kann ich die mal angucken hier? Oh, Tolitsch, wenn du diese Buch... das war ein bisschen russisch-polnischer Akzent. Aha, aha. Ist ja interessant. Funk. Ja, sind eben diese Zeiten angebrochen mal wieder, dass man mit den einfachsten Mitteln irgendwas zum Funken baut. Zeichenstifte meistens. So, da komme ich nicht raus. Okay, aber da kam das eine Tier raus. Das ist übel. Es war wirklich übel, die Sensation. Oh, sehr schön. Guckt euch das an. Ah, ist das leiblich. Ah, könnte ich mir wieder mein Schlafleibchen anziehen. Wirklich sehr schön, wirklich. Och, guckt an! Ich mag sowas. Da stimmt die Atmosphäre und Grafik zusammen. Da haben sie wirklich an alles gedacht bei der Grafik. Oh Gott, das haben bestimmt die zwei, drei Leute, die da an dem Spiel dran waren, das haben die ordentlich gemacht. Noch ein paar Nullen vielleicht dran, aber ist ja... Mach nicht so Geräusche mit deinen Haxen, du. Oh, Fettgewitter, wollte ich schon sagen, aber das bin ich selbst. Dann mach dich nicht so laut, junge Frau. Was ist das? Habe ich wieder was gefunden? Eine Notiz? Schauen wir uns an. Pflanzenöl. Zucker. Buchweizen. Kolias, Münzsammel, okay. Das musste er alles besorgen für irgendwelche Tanten in irgendwelchen Bürogebäuden wahrscheinlich. Mir scheißegal. Hat er nicht geschafft. Jetzt ist er entlassen, der Arme. Oh, bist du für einer? Tessellation ist schon was Feines. So, ja gut, dann laufen wir da. Oh, bist du da durch den halben kleinen Zug gefahren, gelaufen? Ah, das nenne ich mal ein Becken. Was denn, wo? Ein Rudel? Wo denn? Oh, super! Oh! Sieht das aus? Seht ihr das? Ist das süß. Sehr schön. Okay. Schon wieder ein Filter. Gott. Ist das ein Verbrauch hier? Okay. Ah. Oh, scheiße. Nee, Blutbad ist cool. Ja, das kann man wirklich machen. Kommt da noch einer? Habe ich letztes Mal nicht gemacht. Aber ich bleibe in sicherer Deckung, während meine Frau mich beschützt. Ich liebe es. Sehr schön. Letztes Mal habe ich den nicht angegriffen. So rein als Information, aus Informationszwecken. Die Alte redet schon wieder. Es ist grauenerregend. So, lass mich mal... Bitte mich mal umgucken hier. Es ist so viel Schönes zu erleben. Und vor allem hier. Oh, es ist Tetanus Island hier. Oh, überall Rost. Was gibt's denn da unten wahrscheinlich? Kann ich da auch runter? Bestimmt. Es ist schön gemacht. Wirklich. Tetanus. Tetanus Island. Aber die haben ja nichts irgendwie so Loot-mäßiges am Start. Nee, nee. Okay. Gehen wir halt mal weiter. Gucken wir uns mal um hier. Sieht ja super aus. Guckt euch das Spiel an, verdammt! Oh! Den Fotomus muss ich aktivieren. Fotomodus. Mach ich so an. Ach, guck an. Ja, und jetzt? Ja, mach ich jetzt besser mit Maus. Kameramodus. Ja, und jetzt? Ach, guck an. Ach, sehr schön. Ah, geilo. So. Schärfentiefe machen wir mal ein. Das würde ich mir nämlich jetzt mal geben. Anpassen. Fokusabstand. Ach, guck. Sehr schön. Blende.
Neigen? Nein, neigen will keiner von uns. Das mag keiner von uns. Guckt euch das mal an. Gehen wir mal nah an was ran. Dann kommt der Effekt natürlich geiler. Oh, geilo! Ist so geil. Nochmal gucken hier. Richtig schön verschwommen. Es ist... Also das sieht wirklich... Oh, bin ich aus dem Kameramodus raus. Scheiß drauf. Aber ist schön. Fotomodus hat was. Man kommt bloß nicht zu weit. Also für alle Filmemacher, wie ich auch mal war, so mit meinen Counter-Strike-Movies, wenn ihr es noch wisst, das wäre natürlich optimal hier gewesen, dass man da komplett durchs Level hier schweben kann. Aber egal. Kommt vielleicht noch. Das wäre natürlich optimal. Ey, wie gern würde ich da ein Filmchen draus schnipseln hier. Ja, was spiele ich denn? Metro Oxodas. Oxst du das? Ja. Oh, schon wieder Filterwechsel. Wie viel habe ich denn von den Teilen? Okay, ist glaube ich jetzt egal bei dem relativ einfachen Spielmodus, den ich aus... Schwierigkeitsgrad. Aber ich glaube, so bei Hardcore oder Normal oder so irgendwas wäre das schwieriger, deutlich schwieriger geworden. Musste nämlich die Filterchen gucken und suchen, finden. So, wo ist, darf ich da sagen, Schlampe hin? Wische F, tippe F an. Bist du dumm? Ach Gott, dann habe ich das woanders hingesetzt. Ah, das ist da oben, alles klar. Ja, muss mich selber noch zurechtfinden in meiner eigenen Dummheit. So. So. Kein Bock, mich wieder zu erschrecken. Junge Frau, da steht sie ja. Den Saftarsch kenne ich irgendwo, ja. Sehr schön. Was willst du von mir? Scheiße. Sehr schön. Was ist jetzt schon wieder? Komm schon hoch. Ist schön gemacht, ist schön gemacht. Muss man echt zugeben. Ah! Ich hab dich. Als hätte ich es nicht schon gekannt. Aber ja. Ich spiele es auch immer gern wieder. Es ist bei Metro, bei den ganzen Metro-Spielen ist es der Hammer. Woo! Krasse Scheiße hier. Wow! Ja. Echt nicht? Dann komm, laufen wir ein Stückchen hier aus dem Schneesturm raus. Wow! Das will ich mir doch nicht ein, oder? Nee. Das ist irre gut. Ach Gott, ein Lokomotivelein. Ein verdammter Zug an der Oberfläche. Wo? Mensch, lass die Schimpfwörter aus, junge Frau. Mach dich wieder hässlich. Innerlich. Aber schön. Was machen wir denn jetzt, Atjom? Sollen wir versuchen, ihn einzuholen? Ja klar, wie? Oh! Was ist da los? Ja. Okay, was wollen die von uns? Ja, okay. Schauen wir uns das mal an von innen. Junge Frau, kommst du mal mit? Mhm. Mhm. Ja, war mir klar. War einfach zu edel das Ganze. Ist zu edel abgelaufen. Oh, ich muss mal Licht abschalten hier. War viel zu viel Licht im Gesicht. Oh. Das hättet ihr vorher feststellen müssen, Arschlöcher. Atjom, Gott sei Dank. Diese Typen, sie gehören zu Hanse, nicht zum Orden. Diese Arschlöcher. Ja, Arschlöcher, jetzt weiß ich's. Nummer abgezogen. Tja, dafür wird Papa ihnen den Arsch aufreißen. Was ist in eurem Moskau überhaupt los? In unserem Moskau? Du sagst das so, als wärt ihr nicht von hier. Sind wir auch nicht. Unser Dorf liegt etwa 200 Kilometer entfernt von hier. Was für ein Dorf? Ihr seid nicht aus Moskau? Krass. Ein ganz normales Dorf. Wir sind hergekommen, um den Vater des Jungen zu finden. Vor etwa einem Jahr ist er nach Moskau aufgebrochen und nie zurückgekommen. Und dann wurden wir von denen hier erwischt. Du meinst, es gibt Leben da draußen? Warum sollte denn da keins sein? Aha. Es gibt viele schlimme Orte und Bestien. Aber wir kommen zurecht. Atjom, du hattest recht. Da natürlich. Leben tatsächlich Menschen. Wir wussten es nicht. Wir dachten, wir seien die einzigen Überlebenden. Gott, wir müssen der ganzen Metro davon erzählen. Das ist unangenehm, glaube ich. Hey, ihr habt uns fast zum Arsch der Welt gefahren. Damit kommen Sie schon klar. Gebt ihnen wenigstens ihre Masken zurück. Keine
Oh, scheiße, Fifi! Ah! Der ist ja mal geil gemacht. Schön. Autsch. Oh nee. Das ist... grausam. Verdammt. Das Bier ist auch schon alle. Und ich lieg da unter Leichen. Frischen Leichen. Ja, nimm dir das mal. Das ist immer wichtig, richtig, richtig. Ob der Filter noch neu ist, ist egal, aber den kann man ja noch finden, ja, schöne neue Filter. So, ach Gott, ja. Oh, verdammt! Scheiße, wo bin ich hier gelandet? Grausam! Geh mal aus der Suppe raus. Ach Gott, das ist ja ein richtiges, tatsächlich ein Massengrab. Okay, letztes Mal muss ich zugeben, habe ich nicht nach unten geguckt. Ich gucke ja immer nach oben zu den Sternen. Das ist ja grauenvoll. Wow! Sind wirklich viele. Scheißdreck. Okay, das ist heftig. Das ist wirklich heftig, muss man sagen. Es wäre ja auch schön, wenn ich sowas wie einen Filter hier finden könnte. Aber nee, hier ist nichts da. Ist unsuper, die Situation. Fuck. Echt gruselig, wirklich gruselig. Ja. Ich kann das nur glatt wischen, sozusagen. Okay. Ja, lauf mal den komischen Steg an hier. So Biberdämmelein. Ja. Press Buttons mal wieder. Okay. Das ist schon heftig. Wow. Heilige Titten. Nee, das ist grausam. Okay. Ups. Was ist denn jetzt los? Ah, Medipack. Medipack, Entschuldigung. Klatsche mir mal eins rein. Sehr schön, sehr schön. Das ist ja schön gruselig hier. Nette, ja, Half-Life-Atmosphäre. Oh, was ist das? Ein kleiner Gargoyle gewesen. Sauberwischen. Ich probier's nochmal. Wupp. Wuppertal. Was ist jetzt? Das Geräusch kenne ich. Woher? Eine gute Frage. Irgendwas bewegt sich da oben. Da vorne! Oh je, oh je, oh je! Guckt euch das an. Sehr schön, sehr schön. Haha, sehr süß gemacht. Ist das eine Grafik? Odyssee, würde ich schon sagen. Irre gut. Ja, erstmal Filterchen wechseln. Ich dachte schon. Ach Gott, ist das gut. Ey, das ist eine Lokomotive vom Feinsten. Guck dir das an. Sehr schön gemacht. Was ist denn das? Da muss dann noch ein bisschen umkicken. Oh, jetzt haben wir auch noch einen Filter aufgedreht, ich dumme Sau. Hier. Meint er, dass ich da noch was finde? Da hinten war noch was, glaube ich. Nee, ich habe keinen Bock, das hier mal sauber zu wischen. Ist schon wieder das Viech da. Hier habe ich gedacht, ist noch was. War dem dann doch nicht so, oder? Nee, ist tatsächlich doch nichts. Okay. Gehen wir. Back to the roots, baby. Süßes kleines Tierchen, da. Ja gut, dann gehe ich, mache ich mich mal auf Loch in Richtung Loch. Mal reingucken. So. Schelmisch, schelmisch. Ja, hallo Hutte, wie geht es dir, Titte? Wie geht es dir? Oh, Speicherzahn. Hast du noch eine kleine Milch für mich anzubieten? Oh, scheiße. Ja, und auch nicht. Dann halt auch nicht. Zwiebel. Ich hoffe, ey, ich kann mich mehr bewegen. Nur noch rückwärts. Vorwärts, ja, es ist ja wie bei uns. Man bewegt sich da und noch rückwärts. Ja, oh, ach Gott. Sehr schön, sehr schön. Guckt euch das an. Virtual Reality wäre auch was für das Spiel, muss ich zugeben hier. Virtual Reality, ja? Oh, super!
Ah, achso, kann ich einen ausschalten? Ich habe gedacht, ich kann da was mitnehmen. Das ist ja wie ein Schleichstopp vom Scheißen. Sehr schön. Ach Gott. Okay, dann haben sie weggedupft. Hä? Okay. Lichter sind scheiße. Kann ich das nicht ausschalten? Nee, anscheinend nicht. Sage mal. Kann ich da raus? Reaus? Da muss man wieder drauf bleiben. Hey, was war das für ein Geräusch? Das war kein Geräusch. Das war. Oh, scheiße. Jetzt muss ich aber mal aufpassen hier. Habe ich da sowas wie Licht? Ja, ich habe gar kein Licht. Nicht mal. Oh. Das habe ich so bei dem Vorgänger gemücht. Okay, da kann ich nicht hin. Was für eine Drehscheibe, verdammt. Okay. Oh, super süß. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Das ist ja wie die Espresso-Maschine. Meine in dem Fall. So viel Dampf und so viel Leid. Da ist so viel Emotion da drin. Das kocht. Das kocht ja übel. Und guck mal, die Texturen. Sauber. Zauberhaft. Oh. Oh. Jahrmark? Okay, das ist eine neue Figur. Neue. Oh, schön gab's auf die Schnauze. So, jetzt muss ich mir das mal genauer angucken hier. Ist super gemacht. Also grafisch ist das die höchste Odyssee hier. Alter Stinkstiefel. Sehr schönes Wort. Jetzt hör zu. Wenn du hier rauskommst, werden wir so eine Scheiße nicht noch einmal dulden. Okay? Tiere. Ah, stimmt. Dann kriege ich doch kein Bier mehr zum Mittag. Dann muss ich das Let's Play vorläufig beenden. Oh, sehr schön. Ein Mutant? Ein Telepath? Ja. Ein Mensch? Ja, wie bist du? Oh, mein Gott. Das sind wirklich... Wegen dir hat sie so geschrien. Oh, leck. Guck, der das mal anholt. Du bist wegen dir gekommen. Ist ja nicht normal. Also gut. Sauber. Also, ich muss ja eins sagen. Also, ich werde dir helfen. Dankeschön. Optisch vom Feinsten hier, wirklich. Bin ich mal nützlich. Okay. Die Sprecher sind auch top. Verhör durch den Kommandeur in die Basis gebracht. Aber, kommt gleich. Ich will dich nicht zum Haupteingang bringen. Da sind zu viele Wachen. Aber vielleicht klappt es von der Rückseite. Das können wir probieren. Sehr schön. Danke, junge Frau. Aber nicht zu hastig. Ah, sieht das schön aus hier. Haben sie da alles hingestellt und gebaut? Der Normalspieler rennt da ja durch wie so ein Speedrun-Scheiß. Ich guck mir das eher an. Das ist ja wirklich ein Hochglanz hier. Ah. Du bleibst besser im Schatten. Ich bin immer im Schatten. Wir machen das so. Du machst heimlich das Licht aus, während ich sie ablenke. Dankeschön. Gut, das können wir machen. Beweg mal deinen kleinen, knochigen, fetten Arsch. So. Anscheinend sind die Reparaturen am Generator noch nicht abgeschlossen, Feldwebel. Nicht so schnell. Okay. Gut. Und keine Ach, ducken, okay. Ja, da ist Licht. Oh. Scheiße! Ja, kann ich da jetzt noch durch? Oh, verdammt. Ist das optisch? Mein Gott. Nur so ein bisschen das Timing in der deutschen Synchro ist so ein bisschen daneben teilweise. Aber ist egal. Muss einen nicht stören. Die Sprecher sind gut. Ach Gott, ist das schön. Es ist ein bisschen wie bei India Mia Joms. Kennt ihr India Mia Joms? Kennst du nicht? Idi Amin Jones.
Wenn ich jetzt noch ein Bier hätte, dann hätte ich natürlich viel mehr Bock, das weiterzuspielen. Ja, komm, so eins kriege ich ja noch runter, Alter. Wenn es schon so gut läuft. Ja, Bier ist sowas. Das gibt uns sicher nicht oft. Das muss auch gefeiert werden täglich. Oh mein Gott. Nee, ist wirklich cool. Oh, ist das für einer? Klitsch, klatsch. Oh. Sehr schön gemacht, ja. Weißt du, was ich mir auch gut vorstellen könnte mit der Engine? Es erinnert mich an Condemned, auch die ganzen Szenen. Hey, Scheiße! Ich hab geguckt, ich hab auf den Hut geguckt, der da mein schönes Bier gebracht hat. Und da wurde ich erschossen, weil ich das Licht angelassen habe. Deshalb mache ich auch hier im Raum immer das Licht aus, das ist grauenerregend. Also, ich hoffe, das hat gut gespeichert, meine Damen und Herren. So, ich habe ja vorhin, wo die Tür unten aufgegangen ist, da war ja die Cam noch an, hat es ja da gepimmelt, da habe ich erstmal so eine kleine Pause gemacht, sozusagen. Nicht Pause im Let's Play, das ist einfach so weitergelaufen, aber ich habe dann mal alles gecheckt, so ein bisschen. Oh Gott, Wegners? Sehr schön. Da ja, ist das jetzt noch ein Let's Play? Ja, oder? Das ist immer noch ein Let's Play, deshalb wollte ich dir das gerade sagen. Ist das gut oder schlecht für dich? Nö, das zerstückelt ich ja, das kann ich ja so hochladen dann. Er tut es zerstückeln, er ist so ein kleiner Psycho-Massenmörder-Typ. Hm? Aber könntest du mir mal ein, das kann ich dann heute noch hochladen? Ja, ich hab's ja nicht mal vorher getestet, es kann ja sein, dass es hier gar nichts aufgenommen hat. Ach so. Oder dass dank DirectX 12 so der kleine Ruckelfreund drin ist. Aber macht ja nichts, wir machen weiter. So, letztes, schnelles Laden vor 24 Minuten, das ist cool. Nee, letzten Checkpoint vor 1 Minute. Hört sich besser an, glaube ich. Ist die vernünftige Auswahl von allem. Schon wieder Ehe halten? Uah. So. Ach, das ist angenehmer, das ist angenehmer. Zum Glück gibt es diese automatischen Safe-Geschichten. Wurde total verschossen hier, das ist irre. Ja, guck mal, lass mich mal durch, junge Frau. Kann ich. Ich mache das total leise. Ich bin ja sowas von leise. Klitsch, klatsch, ne? Voll auf die Pflaume gedonnert. Na gut, das Licht ist aus. Lass mich mal durch, alte Schrammel. Okay, ich kann warten. Das ist doch. Er schaut hierher und wir müssen zu dieser Tür. Ist ein bisschen viel Info teilweise. So Casual Player allerdings, aber geil. Ist halt, wie gesagt, die Sprecher sind geil. Achso, jetzt kann ich Müll rumwerfen, wie so ein Orang-Utan, der mit seiner eigenen Scheiße rumwirft. Okay. Achso, muss ja erstmal aufnehmen. Den Müll aufnehmen. Mach ich ja. Ich hätte es am liebsten auf die alte Büchse geworfen. So, bedeutet, kann ich da jetzt hin? Ja, mach die Schachtel auf, junge Frau. Super schön. Oh, Hut, guck mal. Das ist ein Bild. Besser kann man es nicht machen, oder? Super schön. So. Mein Gott, ist der dreckig da, meine Alte. Ich würde mich so nach der nächsten Dusche schon mal umgucken, ja? Das wäre das Beste. Oh. Oh ja! Gleich mal hingeworfen. Das ist Indiana Jones hier. Alarm! Schreit auch noch. Super schön. Da ist sie die alle. Sehr schön. Bist du verletzt? Nee. Das Abzeichen. Es hat die Kugel abgefangen. Sehr geil. Oh! Hat die alle runtergebrochen. Oh, Scheiße. Sehr schön. Oh, voll auf die Halbglatze.
Oh. Okay. Deshalb kann Moskau niemanden empfangen. Und niemand uns empfangen. Vorausschaltung eingeleitet. Scheiße. Das ist gar nicht gut. Ja, der Kommandant ist ein Quatsch. Mit der Verlierung und unserer Spedition ist dieser Darf nicht. Hast du das gehört, Atjom? Oh, Robbuch, Willi. Okay, natürlich, weiß ich doch. Da draußen ist nicht nur Russland, da ist die ganze Welt. Oh mein Gott. Och nö. Tatsächlich. Warum habt ihr Moskau vor der Welt versteckt und umgekehrt? Weil der Krieg noch nicht zu Ende ist und ihr verhaltet euch wie verdammte Kinder. Oh verdammt. Alarm. Nein! Jetzt hat er den Alarm angeschaltet. Jetzt müssen wir aber auch... Wir werden bald hier sein. Verdammt. Ja. Oh, verdammt. Ich gehöre zu ihm. Artyom? Zu euch. Okay. Ja, ach nee. Gehört das dir? Haben die hier liegen gelassen? Schönes Gerät. Gefällt mir. Wir müssen raus, bevor sie sich erholen. Lecker. Wachen. Ach gut. Du musst dich über den Hof schleichen und dann durch die Tür, aus der die Wachen kommen. Hierher, schnell. Auf geht's. Wer bist du? Andrei Ivanovich Jermak, der Zugführer. Lauft jetzt. Lauft zu diesem Hangar und zu verdammt. Ach Gott, ja, das wird's interessant. Also kann ich ohne Probleme dort hin. Andrei Ivanovich. Ich hatte eine. Ach, werde ich wohl später erzählen, hoffe ich. Sei vorsichtig. Verdammt, verdammt, verdammt. Jetzt wird's geil! Atjom, ich sehe den Feind. Hilf mir ein wenig. Bei dem Schneegestöber sehe ich nicht viel. Ich sehe einen guten Ausblick, das sage ich dir. Da sehe ich ein bisschen Pflaumenklee an der Wand. Hoch, kraxeln. Sehr schön, sehr schön. Ach Gott, die hatte ich letztes Mal an, die Taschenlampe. Ja, okay, das hat sich dann erledigt. Warum das so... Okay. Ja, wenn die jetzt da durchklatschen, ich habe das letztes Mal gar nicht geschafft. Ich mache mal ein paar Schnell-Save-Dinger. Gehen die jetzt gar nicht, scheiße. Ah, da kommen sie echt. Oh, fuck. Meinst du, die sehen mich? Oh. Hätte ich es fast geschafft. Jetzt bin ich aber wieder im Licht. Scheiße, das ist kacke. Oh, wohl, den könnte ich vielleicht umbringen. Sehr schön, ey. So habe ich es letztes Mal aber nicht gelöst. Sehr schön. Super schön. Mach schon mal hier irgendwo eine Pause, dass du weil, wie lange ist das aufgenommen? Muss ich nur mal kurz fragen, wie lange ist das aufgenommen? Das ist jetzt aufgenommen, das kann ich ja sagen. Es ist vielleicht so eine knappe Stunde. Ach du Scheiße. Ja gut, lass mal das hier, oder? Nein, nein, du kannst schon. Aber ich kann nicht speichern gerade. Dann pausierst doch hier für die Leute. Und dann testen. Ja, bis zum, wie tut man jetzt sowas bis beenden? Zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, meine Damen und Herren. Metro Exodus. Ich muss sowieso erstmal testen, ob das vom Ton und so weiter stimmt. Ich habe mich einmal vorhin richtig erschrocken. Echt? Da war alles unmöglich für mich. Die ganze Welt hat sich verändert. Das war schön. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, es geht direkt hier weiter demnächst. Und ja, wünsche euch jetzt noch einen schönen Mittag. Haben wir jetzt zumindest so. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Oh, ich muss ja noch aus dem Spiel raus, damit das überhaupt... Oh, aber dann an Gewicht? Ja, ich hoffe, das speichert jetzt hier. Der Hut hat's gesagt. Dann muss es gehen.